Ja, hallihallo, liebe Leute! Herzlich willkommen zurück zu Poland Canada Space mit dem Zuckerrohr. Und ich habe mich entschieden, ich werde gegen Levionischen Orden ziehen. Jetzt sagen sie garantiert einige von euch, warum? Was denn? Ne, wieso? Hast du gesagt, willst du gegen Moskowi marschieren in der letzten Folge? Aber ich habe jetzt gerade eben, währenddessen ich getrunken habe, für eine halbe Minute nochmal darüber reüssiert, dass sie 30.000 Mann haben und die haben hier 6.000. Das sind 36.000 Mann. Wir haben hier 21.000. Wir haben 39.000. Wir haben 46.000 Mann. Merkt ihr es? Wir haben mehr Soldaten als Muskovi. Warum dann? Weil ich? Und das ist jetzt total gemein. Mein Ziel ist es eigentlich, in diesen Krieg. Und es sollte eigentlich rein theoretisch klappen. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten kriege ich Pommern gegen mich in der Koalition. Den Deutschen Orden möchte ich vassalisieren. Vielleicht eine Provinz bloß dann vom Levionischen Orden nehmen. Insgesamt müsste das ja klappen, ne? Ja. Und dann. Ja. Und mit der neuen Kraft, die dadurch frei geworden ist und dass der Deutsche Orden nicht auf ihrer Seite ist, können die mal leise sein? Alter. Unsere Hunde nerven echt ab und zu. Ständig nur. Und dann geht's auf gegen Muskovi, wenn wir ihren Verbündeten ihm weggenommen haben. Ich denke, es ist eine gute Taktik. Österreich würde sowieso nicht mitmachen, weil wir nicht genug Gefälligkeiten haben. Der Deutsche Orden macht mit und Riga macht mit. Was für Verbündete hast du eigentlich, Riga? Nee, es sind Verbündete, die möchte ich nicht bekämpfen. Oh. Mal schauen. Ich habe einen Fehler entdeckt, einen Bug. Einen Bug. Aber die Eroberung von Semgallen wird der Kriegsgrund. Krieg erklären. Truppen bewegen sich an die Front. Auf gegen Königsberg. Ihr geht nach Ordelsburg. Besorgt, ihr geht auch mal mit nach Ordelsburg. Und dann werden wir die Schlacht von Ordelsburg mal für uns entscheiden. Moment. Da läuft gerade was ganz falsch. Da läuft gerade was ganz falsch. Litauen. Bewegst du deinen faulen Arsch her? Bewegst du deinen faulen Arsch her? Wow. Wow. Litauen mit seinem faulen Arsch, Alter. Wahrscheinlich immer noch militärisch 4. Nein, militärisch 5 mittlerweile, aber trotzdem. Litauen, was lässt du mich denn einfach so im Stich? Wer hat dir denn ins Gehirn reingepupert? Da. Da. Was hast du davon, Litauen? Gut gemacht. Oh Gott, die marschiert nach Ordelsburg. Brauchen wir Soldaten in Ordelsburg? Das war eine scheiß Idee. Ich geb's zu, es war eine scheiß Idee. Was habe ich nur getan mit diesem Krieg? Jetzt mal ernsthaft. Wie können diese Staaten stärker sein als. Das ist gerade eben echt nicht nett. Das ist nicht nett. Gut, dass ich Geld angespart habe. Ihr geht nach Ordelsburg und besitzt jetzt erstmal ganz kurz Ordelsburg. Indessen überlegen wir uns den Plan, wie wir diesen Kackkrieg gewinnen. Plan gefunden. Auf geht's. Wir bewegen diese Soldaten hier nach Drakai und bereiten uns darauf vor, zusammen mit Litauen in Vilnius einzumarschieren. Was haltet ihr von dieser Taktik? Ist eine gute Taktik, oder? Habe ich mir gut ganz schnell ausgedacht. Halt. Ihr geht nach Kaunas. Machen wir nämlich hier einen Drei-Fronten-Krieg. Das wird nämlich auch mit einberechnet, wenn man von mehreren Fronten aus angreift. Wir warten mal noch einen Monat. Genau, dann sind nämlich die jetzt hier oben. Und schauen wir nach, ob Litauen mitmarschiert, wenn wir marschieren. Halt! Kaiser hat eine imperiale Reform durchgeführt. Gefährlich. Kommt, jawohl, Litauen marschiert mit rein. Und dieser Kampf ist eigentlich. Kannst du mir sagen, warum? Kann mir jemand sagen, warum? Es war ein verdammter von vier Seiten aus angegriffen. Mit einer absoluten Überzahl. Wie können wir das überhaupt verlieren? Das Spiel will mich doch gerade eben verarschen, oder? Ich habe gerade mit 40.000 gegen 19.000 verloren. Unser Thronfolger ist tragischerweise verstorben. Genau zu diesem Moment. 225, Alter, ist der schlecht.
Ihr habt kaum Schaden bekommen, ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Scheiße nicht. Wie habt ihr das gemacht? Die haben 23.000. Hä? Wie? Wie haben die das gemacht? Gehen sie nach Ordelsburg? Nach Witzner zurück, das dürfte die eigentlich schneller sein. Genau. Von da aus direkt nach Warschau. Dann flüchten wir mal vor der feindlichen Armee. Lassen die unser eigenes Festungsland einmarschieren. Und schau mal nach, dass wir es irgendwie schaffen, die Armee, währenddessen sie auseinandergezogen ist, dann zu zerstören. Es grandiert Riga. Riga ist wahrscheinlich overpowered. So wie Schweden. Alles drauf, was wir haben. Da seht ihr es euch mal an. Wir verlieren da, wie viele Soldaten Riga, wie Riga einfach Moral ohne Ende reingepumpt hat. Wenn wir diese Schlacht jetzt so verlieren, wäre das ja lächerlich. 15.000 gegen 35.000. Die Schlacht kann nicht verloren werden. Wir könnten einfach alle nur mit Stecken reinschicken und die würden die Feinde aber zu Tode kloppen. Danke. Danke, danke, danke. Habe ich gerade danke, danke, danke gesagt? Egal. Oh. Ich fühle mich so verarscht momentan. Ihr wisst gar nicht, wie sich das anfühlt. Verarscht zu werden von der KI. Befreit mal kurz das litauische Gebiet. Und die Kriegswürdigkeit steht deswegen auch in die Luft einfach nur. Und damit, wir können uns keine Revolte leisten während des Krieges. Du sollst eigentlich in den Norden marschieren, aber nun gut. Ich werde garantiert nicht gegen die Truppen von Riga kämpfen. Das ist dein Job, Litauen. Das ist dein Kackjob. Du hast nur einen Job. Und das ist der, gegen die Truppen von Riga zu marschieren. Wahrscheinlich. Egal. Ah ja. Die Festung in Vilinus blockiert mich. Verpisst euch. Fuck, 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 fuck. Auf nach Königsberg. Wo ist die Armee von Moldau? Wo ist die Armee von Moldau? Die ist an einem Punkt, an dem ich sie am meisten vermutet hätte. Los, meine 9000 Mann. Kommt und rette dieses Scheiß her. Rette das her. Danke. Ich verstehe nicht, warum wir so kurz immer davor sind, diese Schlachten zu verlieren. Das ergibt für mich halt so wenig Sinn. Auf. Kommen, wir haben mehr als doppelt so viele Soldaten gehabt. Ja, wir werden niedergemetzelt. Wir werden einfach niedergemetzelt. Gerade eben, das ist unglaublich, wie stark die Armeen vom Deutschen Orden sich gerade eben schlagen. Da, nur noch 400 Mann. Können wir vergessen, zieht euch zurück. Brauchen eine neue Taktik. Ich habe eine Idee. Ein Admiral. Los, mein Admiral. Zeigt ihnen, wie gut unsere Galeeren kämpfen. Die gerade eben alle untergegangen sind, habe ich das Gefühl gehabt. Okay. Bau die Flotte wieder auf. Komm, das schafft ihr, das schafft ihr, das schafft ihr. Jawohl. So, ich glaube, wir haben die Lage einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Ich glaube, wir haben es einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Ihr wisst gar nicht, wie es jetzt mir hier gerade eben einfach mein Herzschrittmacher gegangen ist. Genau. Der Herzschrittmacher, ne? In meinem Alter. Das ist ein sehr schweres Problem heutzutage. Mein Alter, Herzschrittmacher, etc. Also. Was ist ein Angebot, ne? Spionageoffensive ist nicht schlecht. Ich werde jetzt total in der Militärtechnik hinterher forschen, weil ich habe das Gefühl, ihr seid schon bei 7 oder sowas gefühlt. Ja, ihr seid bei 6, aber 6 kann noch nicht so viel ausmachen, oder? Deutscher Orden hat hier oben die Provinz besetzt. Ja, die marschieren jetzt auch nicht weiter in den Süden. Ich denke, die haben... Oh, einer unserer Diplomaten ist gestorben. Puh. Handelseffizienz. Können wir das überhaupt leisten? Nein, eigentlich nicht.
Moral der Flotte, das hört sich doch gut an. Auf geht's. Erobert Sternberg. Das ist Neumark. Normalerweise. Also würde ich sagen, Sternberg war doch Neumark, oder liegt es unten in Ungarn? Ach, Sternberg ist... Ich werde nicht ins Reich einmarschieren. Da verbessere ich lieber die Beziehung mit Pommern, ey. Was ich übrigens als ein guter Verbündeter rausstellen könnte in der Zukunft. Wenn der deutsche Orden weg ist. Gott sei Dank ist das Gebiet von Litauen so... Weißt du, Litauen? Du wirst uns echt zu unnötigsten Zeiten die unnötigsten Probleme bereiten. Ich brauche eine Karacke hier. Sonst wird es mit der Flotte nix. Wumpe weiß auch nicht, welches Spiel er spielen soll heute. Ah! Na los, wenn wir Memel haben, dann haben wir jetzt hier wenigstens schon mal... Dann können wir in den Norden vorrücken und erstmal die Provinzen wieder befreien. Dann können wir weiterschauen, wie wir es hier treiben. Es kann doch gar nicht sein, dass die noch Manpower übrig haben in der Hinterhand. Also, dass sie in der Hinterhand noch so viel Manpower haben. Kriegsbegeisterung ist gering und die alle anderen haben eine mittlere. Warum ist bei Levionischen Orden gerade die Kriegsbegeisterung gering? Die liefern auch nur 4000 Mann der Levionische Orden. Oh, ich habe das Gefühl, der Levionische Orden hat seine Manpower aufgebraucht, was für uns gar nicht mal so schlecht ist. Deine Flotte, ich meine deine kleine Truppe hier haut nicht ab. Das kannst du sowas wie von vergessen. Wir haben die Zeit 20.400 Mann von Levionischen Orden. Hier unten besetzt gerade eben die adligen Rebellen ihren Teil, ihren Anteil an. Durch welche Kackfestung wird denn diese Bewegung blockiert? Hm? Hier ist keine Festung, die blockieren kann. Oder ist Königsberg hier dein Problem? Nein! Ich überweise dir überhaupt nichts. Also ich gebe dir gar nichts in diesem Krieg. Was du so nicht verstanden hast, ich gewinne diesen Krieg und du verlierst ihn. Vor allen Dingen, das wirst du gleich auch spüren, wenn meine Flotte rausfährt und dich dann kaputt macht, sobald hier die Karacke fertig ist. Und ich steig sowieso bald militärtechnologisch nochmal auf und dann bist du erst recht am Arsch. Oh, da ist Moldau sehr. Moldau besetzt gerade die Hauptstadt von Levionischen Orden. Recht gut, recht gut, recht gut. Und die schaffen jetzt die Schlacht sogar. Ganz knapp, denke ich. Aber nur. Also. Ich weiß nicht, wie ich dir noch die Beziehung zu dir am besten verbessern kann. Ich könnte dir ein Geschenk noch geben, ne? Diesen Geschenk möchte ich das sagen. Willst du mein Freund sein? Und auf, tu mal die Beziehung von Mamelucken zu uns verbessern. Es sind zwar eigentlich, viele sagen immer, Kackmissionen, was wollen wir denn mit den Missionen? Aber, Leute, ihr bekommt dadurch Diplomacht. Es gibt auch nichts Geiles als Diplomacht. Sind die gerade mitten weiter marschiert und machen die Armee von Moldau oben platt? Hat Litauen jetzt wirklich die Schlacht hier verloren? Für was bezahle ich euch eigentlich? Für was zur Hölle bezahle ich euch? So, jetzt haben sie nicht mal genug Schiffe, um damit uns mit meinen Supertruppen aufzunehmen. Du willst im Weißen Frieden wahrscheinlich mittlerweile haben, ne? Ja, ihr habt nicht mehr die Manpower, um euch das zu leisten, aber Litauen geht so schnell nicht out of Manpower. Das werdet ihr ja gleich sehen, ihr Arschlöcher. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Ich bin gerade so sauer. Ich kann Litauen nicht unterstützen. Das schafft Litauen. Litauen muss das schaffen. Ich kann es nicht unterstützen. Egal, wie sehr ich das gerade eben will. Alter, hauen da hier gerade eben denen ihre Kocken. Na, die hauen übelst rein gerade eben in der Schlacht. Hab ich meinen Großkampf hier verloren, ne? Wissenkeit euch Söldner. Fuck. Fuck.
Fuck. Es läuft gerade eben nicht gut. Also, es könnte schlimmer laufen. Nehmen wir es mal so. So. Aber ich will nicht immer nur alles gut reden. Was jetzt kacke ist, ist etwas. Wenn ich dich hier drüber zu meinem Vasallen, würde nicht gehen. Wo ich das 50% Kriegsstand. Und über dich würde es gehen? Du könntest mein Vasall werden, ne? Im Krieg. Würde das zu. Die Koalition würde sogar gehen. Ich muss doch nur schauen, was ich mit dem Deutschen Orden anstelle. Ich hätte nämlich eigentlich gerne lieber was vom Deutschen Orden hier, anstatt alles zu versuchen zu vassalisieren. Sonst die Armee müsste eigentlich. Wollt ihr nicht eure kleine Armee Unterstützungstruppen liefern oder schafft ihr das? Ach, die hat einen General, ja, dann schafft ihr das schon irgendwie. Nein, hat sie nicht. Immer nicht Söldner drin. Ich hasse es, wenn ich mein gesamtes Geld für Söldner ausgeben muss. Jetzt geht's langsam. Ihr werdet euch nur wundern, ne? Ihr werdet euch nur wundern. Denkt eure Flotte, ja, die ist so stark und mächtig. Oh, ja, Flotte, Flotte. Aber ihr seht schon langsam. Langsam lässt auch eure Flotte an der Stärke nach, währenddessen ich immer wieder aufrüste. Hm? Das könnt ihr nämlich nicht so stark machen, weil ich nämlich die Großteil der Gebiete des Deutschen Ordens hier unterjocht habe. Ich glaube, wenn der Krieg zu Ende ist, dann brauchen wir erstmal wieder eine kleine Erholungsperiode. Wird doch kein sofortiger Krieg in Moskau. Ich habe das hier alles ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. Kleines bisschen. Wirklich nur ein kleines bisschen. Unterschätzt. So. Alter, die erste Armee hat nur noch 2. Erste Armee steht noch aus 133 Mann. Ja, ich weiß nicht, ob ich das feiern oder traurig finden soll. So, hier muss die Flotte erstmal wieder repariert werden. Sehr schön, langsam. Langsam bekommen wir wieder Truppen. Ganz langsam. Wegen ihrer Flotte weg, warum? Why are they doing this? Why are they doing this? Hey. I don't understand. Why are you doing this? Why are you doing this? Solange der Casimir es nicht schneller läuft als die anderen, ne? Ist alles gut. Los, Attacke! Mach das verdammte Flotte vom Deutschen Orden kaputt. Die hat uns lange genug auf der Nase herumgepubert. Ja, herumgepuppert hat sie auf der Nase von uns. Yes, jetzt blockieren wir die Bucht von Litauen da. Also die Bucht von Riga. Jetzt werden wir gleich mal sehen, wer von uns beiden hier die Oberhand hält. Ihr Narren. Flieht doch, wenn ihr könnt. Festung von Riga blockiert, ne? Muss ich Riga einnehmen, da führt nichts dran vorbei. Riga will mir wieder mal Kriegsseparationen geben, um mich aufzubauen. Das ist nett. Ich meine, ich könnte es auch lassen, den Vionischen Orden zu vassalisieren erstmal und könnte eigentlich rein auf von dir Königsberg fallen. Ich möchte keine Vassalisierung mehr. Nee, nee. Das echt so sein, das bringt mir auch wenig. Ich möchte Kriegsseparationen, wenn dann von dir haben. Ich möchte Königsberg haben. Was mit dem Deutschen Orden in der Koalition enden würde. Sam Gallen. Ich würde sagen, das hier wäre ungefähr unser Trigger, den wir machen würden.
Gut, der Rivale unseres Rivalen haben wir gepackt. Und ich sehe schon wieder, wir sind am Ende der Folge angekommen. Naja, würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns. Mission abbrechen. Ich habe keinen Bock, gegen Brandenburg zu kämpfen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Poland Cannon to Space. Bis dann, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.